so eine Sache, für die man sich schämt, wahrscheinlich auch. Kann gut sein. Ja, eine Sache, für die man sich schämt, weil man sich nicht selbst wehren kann und man Hilfe braucht, und das möchte man oftmals halt nicht. Leider ist es so. Aber naja, das wär's für das Thema. Falls ihr irgendwas dazu zu sagen habt, schreibt es in die Kommentare. Was haltet ihr von meinem Statement? Ich wollte jetzt nicht zu abneigend sein gegenüber diese Sachen, gegenüber dieses Mädchen, gegenüber dieses Thema allgemein. Ne, wollte ich nicht sein. Sondern ich wollte mal meine Meinung dazu sagen, und hin und wieder ist das schon dezent übertrieben. Aber ich kann jetzt nicht wirklich jedes Mädchen deswegen verurteilen. Es ist so. Normalerweise gibt es nämlich auch Jungs, denen das passiert, die sich ritzen für Mädchen, weil die Mädchen halt nicht auf die Jungs stehen. Das hat es auch schon gegeben. Ja, natürlich. Aber naja, lassen wir das für heute. Das wird schon reichen. Ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Und jetzt haben wir eine Continuum-Kugel. Das testen wir gleich mal aus. Okay, wir haben ein Goldhelm bekommen. Wow. Interessant. Richtig für den Arsch. Bonbon-Mais? Was ist denn das? Kann man das ansetzen, Alter? Das wäre richtig geil. Nicht? Kann man das nicht ansetzen? Ich möchte das ansetzen. Wartet. Wir müssen uns eine Ho craften. Eine Ho. Das hört sich so falsch an, einfach. Okay. Bonbon-Mais. Ich hoffe, man kann sich damit vielleicht irgendwas Nices craften. Wir haben ja auch Cobblestone gehabt, oder? Eisen haben wir hier auch. Kann man das mit normalen Stöcken auch machen? Ne, sonst machen wir uns einfach eine Holzhau. Eine Holzhau. Das habe ich 5 genommen. Ich brauche hier eigentlich nur 3. Mein Gott, ich bin schon wieder so verpeilt. Ich bin schon wieder so verpeilt. Bam. So, fang an zu ackern. Das werden wir. Dann gucken wir mal. Das geht hier gar nicht. Okay, verstehe. Bonbon-Mais. Ich habe hier irgendwo noch ein Stück Erde gesehen. Eine normale Erde. Hallo Hase. Ja, das war eigentlich wieder ein ziemlich krasses Thema für heute. Nein, man kann ihn nicht ansetzen. Leider. Ja, wie gesagt, man bekommt alle möglichen Items hier aus der Mod, aus dem normalen Vanilla-Minecraft, alles mögliche. Es ist ziemlich cool. Und wir gehen jetzt gleich mal nach da hinten und bauen den restlichen Shit ab. Von dem Continuum-Erz. Und irgendwann bauen wir uns mal eine Bombe. Wartet. Gibt's hier eine Bombe? Mining Speed and Resistance. Okay, cool. Das wäre nicht cool, wenn wir auch irgendwo einen Spawner bekommen. Dann können wir uns eine Monsterfarm bauen. Ich hoffe, einen Spinnenspawner, weil dann bekommen wir genug Fäden. Gut, welches Thema haben wir denn noch? Okay, ja. Da wir gerade bei... Das ist ja eigentlich so eine Art von Mobbing. Mobbing. Ja, es ist so eine Art von Mobbing. Und deshalb werde ich jetzt mal dieses Thema ein bisschen anschneiden. Mobbing, was ist es? Es ist, wenn man mental von Schülern, beziehungsweise körperlich, nicht nur von Schülern, sondern auch eben, es kann auch im Berufsleben vorkommen oder generell überall im Studentenleben, am Schulhof, überall kann diese Scheiße vorkommen. Mobbing ist eine Art, wie man jemanden seelisch, körperlich fertig machen kann. Das ist ziemlich krass. Ein ziemlich krasses Thema. Da durch diese Sache schon einige Leute gestorben sind, da sie Selbstmord begangen haben und dass sie es einfach nicht mehr ausgehalten haben, mit solchen Arschlöchern in ihrem Leben auszukommen. Oder sie werden gestalkt oder auf irgendwelchen Social-Network-Seiten werden sie fertig gemacht.
oder eigene Websites werden gestaltet, nur damit man sie verarscht. Es ist ein echt heftiges Thema. Echt heftiges Thema, und das möchte ich jetzt nochmal ein bisschen anschneiden. Denn das passt auch ziemlich gut zu diesem Thema mit diesem Facebook-Mädchen, das sich halt geritzt hat. Das fällt eigentlich auch schon unter Mobbing. Naja, Mobbing ist eher so eine langzeitiges Fertigmachen einer einzelnen Person durch eine Personengruppe oder durch eine andere Person, die halt mächtiger ist als die Person, die fertig gemacht wird. Wenn man es jetzt mal kurz und knapp erklären möchte. Gut. Habe ich auch schon mal miterlebt in der Grundschule. Also in Österreich heißt das Hauptschule. Und da hat es auch... Nein. Scheiße. In der Grundschule hat es auch schon mal so einen Vorfall gegeben. Da ist halt... Also ein Freund von mir. Der kommt halt aus Deutschland. Und der ist nach Österreich gezogen. Und ist halt dann mit mir in die Volksschule. Ich weiß gar nicht, dass ich mich jetzt nicht vertue. Ob Grundschule die Volksschule ist oder ob... Oh, das weiß ich gerade nicht. Ob Mittelschule. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie wir noch ziemlich jung waren und zusammen in die Schule gegangen sind, da hat es halt so einen ziemlich beschissenen Vorfall gegeben. Da Klassenkollegen ziemliche Arschlöcher gegenüber Leute aus anderen Ländern waren und vor allem aus Deutschland. What the fuck? Warum sollte man Menschen, welche mit einem in die Schule gehen, verachten, die aus dem Nachbarland kommen? Die kommen aus Deutschland. Das ist doch so eine Verarsche, ey. Alter, wenn der jetzt hinuntergefallen wäre, ich wäre ausgerastet. Das ist echt krank. Das ist wirklich, wirklich krank, was die abgezogen haben. Also, die haben ihn immer so beschimpft als, auf Österreichisch heißt, dieser Ausdruck Bifki, ist ein ziemlich behinderter Ausdruck, keine Ahnung, den werdet ihr wahrscheinlich kaum gehört haben, ist ein Ausdruck für, sollte abneigend sein gegen Ausländer. Ich weiß nicht genau, was es bedeuten soll. Bifki, auf jeden Fall, ist ein abneigender Begriff für Ausländer. Und ja, das hat er halt oft dann den Kopf geklatscht bekommen oder ist herumgeschubst worden von den Typen in der Klasse oder immer fertig gemacht worden oder immer verarscht worden. Und das war halt ziemlich krass. Und ich war halt, ich bin halt mit ihm in die gleiche Klasse gegangen und ich habe mich halt oft eingesetzt für ihn. Da es halt schon wirklich an Mobbing gegrenzt hat, beziehungsweise es war Mobbing. Er war auch selbst schon ziemlich fertig von den Nerven her und alles. Und verständlich, wenn eine Gruppe von Arschlöchern auf dich, also dich immer fertig macht, das ist wirklich verständlich. Und ja, es ist verständlich, dass man dann halt mehr oder weniger innerlich zerbricht. Es war, er hat sich ziemlich gut geschlagen. Er ist nicht so der Typ, der halt wirklich so schnell aufgibt, sondern der sich auch wehren möchte. Aber trotzdem, egal wie stark du bist, beziehungsweise du musst wirklich, wirklich stark sein, dass du da entgegenhalten kannst oder dir schon ein bisschen Respekt vor den Leuten gemacht hast, musst du schon Respekt haben vor den Leuten, dass du... Ne, die Leute müssen Respekt vor dir haben, dass sie dich in Ruhe lassen. So ist es. Und er hatte aber leider kaum Respekt, da er, wie soll ich sagen, in der körperlichen Verfassung nicht dazu war, dass es sich irgendwie wehrt gegen solche Vollidioten. Und ich habe halt gesehen, er braucht Hilfe. Und ich bin halt so ein Typ, der gerne Leute hilft, die in Not stecken und die halt in so einer Situation sind. Die haben auch meine Hilfe verdient und haben auch Hilfe verdient von anderen Leuten, die sie unterstützen in so einer Situation. Und darum, wenn man diesen Leuten halt hilft,
muss man damit rechnen, dass man halt selbst auch hineingezogen wird und dass und dann auch viele Sachen einstecken muss, dass man vielleicht auch aus der, soll ich sagen, aus dem Freundeskreis gedrängt wird. Nee, das ist nicht wirklich. Das sind dann nämlich wirklich keine echten Freunde, wenn sie dich aus dem Freundeskreis drängen. Das ist so. Und ja, ja, es ist halt eine ziemlich heikle Sache, eine ziemlich heikle Angelegenheit, was das angeht. Und ja, diese Arschlöcher haben es halt dann ziemlich auf ihn abgesehen. Und da hat er einfach die Hilfe gebraucht von mir. Habe ich ihm auch gern geholfen. Und ja, es hat sich, das ist halt ziemlich lange hin so gegangen. Tschüss, Dodo. Das ist halt ziemlich lange hin so gegangen. Gott, der verfolgt uns. Es ist ziemlich lange so gegangen. Und oh Gott. Komm, haben wir es jetzt dann? Okay. Es ist ziemlich lange so gegangen, damit, dass er verarscht worden ist und alles Mögliche. Und ja, in der dritten oder vierten ist es dann halt schon richtig eskaliert. Da hat es dann schon angefangen damit, also, ne, in der dritten war das. Ja, in der dritten war das. Dass er schon so heftig niedergemacht worden ist, dass er hin und wieder schon Schläge eingesteckt hat müssen. Und er war halt so, nein. Oh Gott, okay, wir spawnen hier. Nein, bitte nicht, bitte verbrennen meine Sachen nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Ich muss die Orbs einsammeln. Komm, verpiss dich. Oh Gott. Nein, bitte zerstör keine Sachen. Okay, es ist tot. Okay, okay, okay. Sorry, dass ich jetzt gerade unterbreche, aber das ist echt ein bisschen belastend. 3, 4, 5 Orbs haben wir nur. Scheiße, vielleicht ist oben etwas noch gelandet. Gott, ich hasse das, wenn das hier so umherspackt. Ja, hier ist noch einer. Okay, gut. Sehr gut. Erstmal Orangen essen und wieder ausrüsten. Ja, kommen wir hier wieder zurück zum Thema. Oh, hier sind noch andere Sachen. Ich wollte gerade zurückkommen zum Thema. Meine Blase. Blase, das und der Ring ist kaputt wahrscheinlich schon. Okay. Ah, okay, jetzt habe ich das mit Shift nochmal probiert und jetzt funktioniert es. Wahrscheinlich hat das vorhin noch herumgebackt. Okay. Ja, er ist halt ziemlich viel, also ja, okay, wo waren wir? Wir waren gerade dabei, dritte und vierte Klasse, genau. Dritte Klasse ist das halt dann schon ein bisschen eskaliert, dass diese Arschlöcher halt sich dann schon auf Schläge fixiert haben, beziehungsweise es kann auch schon in der Volksschule gewesen sein, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, ich habe dann einmal einschreiten müssen und dann habe ich auch einen Schlag in den Magen kassiert und habe fast keine, geil, wir haben einen Knopf bekommen. Verbrauchen wir diese Sache einfach mal. Schild haben wir, wow. Echt scheiße. Goldenes Blasrohr ist cool. Zanithelm. Ja, geht. So, Strohball. Und Diamant haben wir auch bekommen. Geil. Okay. Cool, cool. Goldene Darts. Okay. Ja. So viel zu diesem Thema. Mobbing ist echt ein Thema, über das man weiß nicht wie lange labern kann. Das hat schon weiß nicht wie viele Vorfälle gegeben. Und ich habe das halt auch schon miterlebt, will ich damit sagen. Und es ist echt nicht geil. Man kann Menschen wirklich so richtig fertig machen mit dieser Scheiße. Und man soll sich echt im Klaren sein, was man mit Mobbing eigentlich bewirken kann. Dass man einen Menschen so heftig fertig machen kann, dass er schon mental zerbricht. Und dass er wahrscheinlich auch dann womöglich Selbstmord begeht. Ja, das kann vollkommen
Und dann ist man wirklich gearscht, wenn das passiert.